Hallo meine Lieben, ich habe gedacht, ich mache mal ein kleines Saatgut-Update mit euch, aber heute mal nur mit meinen Blumensamen. Ich habe gedacht, das macht eigentlich mehr Sinn, wenn ich euch die Samen, die ich zu den verschiedenen Gemüse habe, wenn ich euch die verschiedenen Samen, die ich vom Gemüse habe, zu den... Oh mein Gott, lasst mich das bitte nochmal anfangen. Ich habe ja zum Beispiel neulich die Chilis ausgesät und habe euch gezeigt, was ich noch habe. Und das möchte ich eben zum Beispiel bei den Tomaten auch machen und bei den Paprika auch. So, hat das jetzt Sinn gemacht? Ich hoffe es. Die Blumen werde ich aber wahrscheinlich nicht mit euch zusammen aussehen. Darum werde ich einfach mal mit euch hier in meine Saatgut-Tüte reingucken. Euch zeigen, was ich habe. Und ja, es ist einiges. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Ich werde auch selbst mal noch mal gucken, was ich hier alles drin habe. Ich habe die nämlich jetzt mehr oder weniger endlich alle mehr oder weniger sortiert. Mehr oder weniger. Wie oft kann man mehr oder weniger sagen, Leute? Ja. Ich habe gestern übrigens die Auberginen ausgesät. Da könnt ihr gerne mal bei Instagram gucken. Den Namen findet ihr unten in der Infobox. Da habe ich jetzt kein Video dazu gemacht, einfach weil das war irgendwie voll spontan, abends um 9:30 oder so noch. Und ich habe auch nicht mehr ich habe auch nicht mehr Auberginensamen als die, die ich ausgesät habe. Und das seht ihr bei Instagram. Punkt. Wir kommen jetzt zu den Blumen. Ich glaube, ich werde mir die jetzt erstmal so auf den Schoß legen und dann können wir die wieder zusammen einpacken, damit das alles in Ordnung hat. Ich war letztes Jahr mit der Mutter meines Freundes auf einer Saatguttauschbörse. Die war aber relativ klein und unspektakulär. Ich habe mir da irgendwie auch mehr erwartet. Ich habe mir da aber Staudenwicken-Samen gekauft. Ich glaube, die haben 50 Cent oder so gekostet. Da habe ich die Samen dazu und die möchte ich unbedingt in den Garten machen. Fröschchen im Hals. Dann habe ich hier Malve Dunkellila. Die habe ich vom Acker gesammelt. Die sind noch in den Hülsen drin. Ja, die werde ich auf jeden Fall auf dem Acker machen, weil ich fand die total schön. Dann habe ich hier Cosmea Bunt. Cosmea Bunt heißt, es gibt diese Sorte, die sind entweder hellrosa und haben einen lilanen Rand oder die sind dunkellila und haben einen hellrosa Rand und die sind so unfassbar schön. Und da habe ich auch welche davon. Die habe ich auch noch nicht hier befreit aus den Blüten, aber die sind auch für den Acker. Dann habe ich dreimal Samen von Hema. Schmeiß weg, Simi. Und zwar einmal Vergissmeinnicht. Die habe ich schon seit Ewigkeiten und irgendwie verpasse ich immer den richtigen Aussaattermin. Die soll man im Juni aussehen. Sold by 2016. Also, es wird wirklich knapp, Leute. Dann Sweet Peas. Ich habe so viele Duftwicken, weil ich finde Duftwicken so schön und die riechen so gut und die sehen so schön aus. Darum habe ich da auch noch was. Und dann habe ich noch Lavendel. Gut, dass ich Lavendel habe und Lavendel gekauft habe. Ja, so ist das, wenn man einfach im Kaufrausch ist. So, weiter geht's mit Bingenheimer Saatgut Sommerpracht. Habe ich von meinem Freund mal zum Geburtstag letztes Jahr bekommen. Im April bis Mai. Balkonpflanze steht hier auch. Kann ich mir jetzt irgendwie nicht so... Obwohl, vielleicht sind das niedrige Blumen dann einfach, ne? Löwenmäulchen, Mandelröschen, Goldmond, Taubenkopf. Atlasblume, aufrechte Winde, Sperrkraut. Ja, eine bunte Mischung. Ich hätte so gerne im Garten irgendwie so einen kleinen Bereich, wo ich einfach Samen drauf haue und da gibt es eine schöne Wildblumenwiese. Ich habe nur die Befürchtung, dass wenn ich das versuche, dass dann so ein paar kleine Hämchen hochkommen und der Rest irgendwie recht bescheiden aussieht. Ich glaube nicht, dass das was wird. Aber vielleicht versuche ich es. Ich weiß es nicht. Ich habe eh noch keine Ahnung, was ich in meinem Garten machen soll. Bis auf die Melonen, die ich vorhabe, im Garten auszupflanzen, in Töpfen, aber habe ich echt noch gar keinen Plan. Ich möchte rankende Sachen haben, aber das war's. Ich weiß es noch nicht. Lassen wir uns einfach überraschen. Dann habe ich hier Ringelblumen. Ich habe so viele Ringelblumen, Leute. Und Polsterstudentenblumen. Beide von Bingenheimer. Wenn wir doch gerade bei Ringelblumen sind, habe ich noch mehr Ringelblumen. Leute, damit kann man, weiß Gott, wie viele Gärten vollpflastern. Ich habe auch schon ein paar mit den Kindern, ich arbeite in der OGS, ausgesät und die sind auch schon richtig groß, in Anführungszeichen. Ich glaube, ich werde da so ein bisschen in der Stadt einfach aussehen, weil es sieht immer schön aus. Und ich habe einige Samen davon. Weiter geht's mit der Lampignonblume. Kennt ihr bestimmt auch.
Die finde ich so schön. Die blühen eben dann im Herbst, wenn ich mich nicht vertue. August bis September. Und die sollen mal März bis Mai aussehen. Ich glaube, die werde ich auf jeden Fall in den Garten machen. Ich stelle mir das auch schön vor, wenn man da so verschiedene Blumenkübel hat und dann da verschiedene Blumen drin wachsen. Wie gesagt, wir werden das gucken, wie ich das hinkriege. Ich hoffe, es wird schön. Dann habe ich Lupinen. Ich weiß nicht genau, was es für Lupinen sind, weil ich mir das nicht besser beschriftet habe. Ich weiß, es sind Lupinen, Farbe oder sonstiges, unbekannt, auf dem Acker gesammelt. Dann haben wir mehr Edelwicken. Einmal die Sorte Cuthbertson Jimmy. Heißt das so. Und die Edelwicke Apricot Sprite. Und ihr seht schon, ich liebe Wicken. Ich habe so einen kleinen Zaun auf der einen Seite von meinem Garten. Der ist aber nicht sonderlich hoch. Der wird mir wahrscheinlich so bis zur Hüfte ungefähr gehen. Ich möchte aber auf der einen Seite die Melonen an einem Rankgitter hochwachsen lassen und daneben eben alles voll mit rankenden Blumen. Da habe ich von Merlin hier irgendwo auch noch so eine rankende Blumenmischung und eben Wicken. Also das ist der Plan. Ob das klappt, Leute, weiß ich nicht. Wir sehen das dann eben, wie gesagt, zusammen. Wicken. Dann habe ich mir nochmal eine Lupine gekauft und das ist die Pink Fairy, weil ich die super schön fand mit dem Weiß und dem Pink. Die Baumwolle ist hier auch drin. Zählt nicht wirklich zu Blumen, aber irgendwie wusste nicht, wohin sonst damit. Dann habe ich Passionsblume, die habe ich ja schon ausgesät. Da tut sich übrigens noch nichts. Irgendwie brauchen die alle ein bisschen länger dieses Jahr, habe ich das Gefühl. Dann habe ich hier Dahlien aus Samen. Im Februar soll man die aussehen. Bin ich sehr gespannt drauf. Dann habe ich Seidenmohnmix, Paper. Oh Gott, nee, das sage ich nicht. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Von Demeter. Mohn. Wundervoll. Sieht so schön aus. Leider kann man Mohn ja nicht in eine Vase stecken, weil der dann sofort stirbt. Aber im Garten so ein bisschen Mohn ist schon schön. Und jetzt habe ich hier noch alle möglichen Kleinteile, die ich euch zeigen werde. Einmal habe ich Schlüsselblume oder Stiefmütterchen. Das war ja in Tauschpäckchen drin. Muss ich mich auch mal informieren, wann man die am besten aussehen sollte. Dann habe ich hier Schmetterlingsgruß. Den werde ich wahrscheinlich wieder auf den Acker packen. Das hat super funktioniert. Ich hatte so viele Bienen und Hummeln und das brauche ich ja für mein Gemüse, damit die befruchtet werden. Dann habe ich hier noch mehr Calendula. Leute, ich darf keine Calendula mehr sammeln. Das ist ja wirklich der helle Wahnsinn. Dann habe ich hier Malve. Das ist entweder rosa oder weiße Malve vom Acker. Das ist aber auch schon das zweite Jahr, dass ich die Samen habe. Dann habe ich Jungfer im Grün. Ich finde die total schön, ne? Also das ist die blaue Blüte. Ich glaube, da gibt es auch noch Pink und Weiß oder so. Die werde ich auf jeden Fall in einen schönen Topf packen und mir in den Garten stellen, weil ich finde die mega. Ich finde die richtig schön. Da hatte ich ja letztes Jahr gedacht, das wäre Goldmohn. War es aber nicht. Dann habe ich Malve Hellrosa. Da habe ich nur ganz wenig Samen von. Aber die war wundervoll. Die war auch vom Acker. Dann gefüllter Mohn Rosa Lila. Wie gesagt, ich stehe auf Mohn. Ich werde Mohn im Garten haben. Dann bunte Blumenmischung. Bunte Blumenmischung halt. Was genau, weiß ich auch nicht. Dann Sonnenblume Abendsonne. Die werde ich bestimmt mit auf den Acker nehmen, weil für Sonnenblumen ist mein Garten mir einfach zu klein. Dann Studentenblumen. Niedrige Sonnenblumen habe ich noch. Bestimmt auch gut für den Acker. Goldmohn. Stockrosen. Stockrosen finde ich auch sehr interessant. Ich habe da drüben noch was liegen, sehe ich gerade. Das hole ich mal eben. Nicht, dass da noch Blumen dabei sind. Zinien, die habe ich von Maria geschenkt bekommen. Zu meinem Einzug hier. Aber die soll man erst im April sehen. Darum habe ich sie noch nicht gesehen. Mein Papa war im Urlaub und hat mir Moringa-Samen mitgebracht. Die sehen so aus. Ich zähle jetzt einfach mal unter Blumen. Was Moringa ist, weiß ich auch gar nicht genau. Es soll irgendeine Superfood-Sache sein. Ich werde mich da mal noch genauer mit beschäftigen. Falls ihr Ahnung von Moringa habt, bitte unten in die Kommentare.
Wenn ihr wisst, was ich beachten muss bei der Aussaat, bitte auch ab in die Kommentare damit. Ich habe keine Ahnung und es wird aber auf jeden Fall ausprobiert. Weiter geht's mit der Blumenmischung, auch als Balkonmischung geeignet. Kann man bestimmt auch schön in einen Blumenkasten machen. Wie der Name schon sagt, sehr schlau. Dann habe ich noch Meerkusmea. Eine mehrjährige Aster, die wird auf jeden Fall auch in einem Garten kommen, weil wir haben den Acker ja immer an verschiedenen Stellen und das wäre einfach zu schade. Die blüht nämlich im ersten Jahr lila und im zweiten Jahr weiß. Die habe ich von Merlin bekommen und da bin ich super gespannt drauf. Ich stelle mir die sehr schön vor. Dann habe ich nochmal eine Stockrose. Dann Islandmohn. Mohn, Leute, ihr wisst, ich liebe Mohn. Dann habe ich hier selbst gesammelte Ringelblumen vom Strand aus Kroatien. Also die werde ich auf jeden Fall in ein kleines Töpfchen sehen, weil die sind special. Dann habe ich hier noch Stiefmütterchen. Ich glaube, die muss man jetzt auch bald sehen, oder? Da muss ich mich mal informieren. Stiefmütterchen finde ich total süß, ne? Dann habe ich hier Rosenkleid. Ah, ja, das habe ich nur rausgenommen aus einer Verpackung. Das habe ich mal geschenkt bekommen für umsonst. Für umsonst. Ich habe was bestellt gehabt und das war eben als Goodie so dabei. Ich finde die jetzt nicht so schön, darum mal gucken, ob ich sie jemals machen werde. Edelwicken, traumhaft. Dann bunte Wucherblume, hatte ich letztes Jahr auf dem Acker, fand ich auch cool. Habe ich auch in irgendeinem Video gesagt, glaube ich, dass ich davon mehr haben möchte. Blumen kann man eh nie genug haben. Dann habe ich hier noch ein bisschen was von der essbaren Blütenmischung. Ohne die Kapuzinerkresse, die habe ich aussortiert, weil Kapuzinerkresse kann einem sehr schnell zum Hals raushängen. Wobei ich, glaube ich, so ein Töpfchen mit Kapuzinerkresse im Garten ganz schön finde. Dann gibt es hier noch mehr Edelwicken. Das ist die Spencer-Mischung. Dann Bauerngartenmischung. Wisst ihr, solche Sachen einfach reinschmeißen in den Garten. Ich stelle mir das schön vor, aber ich habe Angst, dass es scheiße wird. Sorry für den Ausdruck. Dass es nicht schön wird. Falls ihr da Erfahrungen mit habt, bitte erzählt mir davon. Ich hätte es nämlich so gerne. So eine bunte, wilde Blumenwiese. Fände ich mega. Dann Schnittaster. Löwenmäulchen. Da werde ich jetzt auch schon bald mit der Aussaat anfangen. Ich habe schon ein paar im Kühlschrank, weil die brauchen anscheinend eine Kälteperiode. Simulierte Kälteperiode. Jetzt hat. Und darum sind sie immer mit dem Kühlschrank. Ich werde die wahrscheinlich dann nächstes Wochenende aussehen. Die brauchen nämlich wohl ziemlich lange. Warte, dann hole ich die immer hier nochmal raus und stecke die auch gleich noch im Kühlschrank. So, Pimpinelle. Cosmea Weiß. Cosmea Orange. Und dann die letzten beiden. Einmal Cosmea Zweifarbig. Ich nehme an, dass das die schön sind. Von denen ich euch vorhin erzählt habe. Und hier ist der blühende Gartenzaun von Merlin und das war's mit Blumen. Schon. Oh mein Gott, Leute, ich habe so viele Blumen, ich weiß gar nicht, wohin mit den ganzen. Ja, ich möchte auf jeden Fall dieses Jahr so ein bisschen auch in der Stadt wieder Sachen aussehen. Die Frage ist, ob ich aussehe oder auspflanze. Ich glaube, wenn ich auspflanze, sind die Chancen höher, dass daraus auch was wird, weil ich habe dann keine Lust und keine Zeit, jeden Tag durch die Stadt zu laufen und meine Samen zu gießen. Und wenn schon ein kleines Pflänzchen ist, glaube ich, dann ist die Chance ein bisschen höher, dass die das besser wegstecken. Ja, so sieht's aus. Und da ich so viele Sachen schon wieder ausgesät habe, werden da bestimmt Sachen übrig bleiben. Und wenn ich die nicht loswerde, müssen die auch irgendwo in die Stadt. Ihr werdet live dabei sein, versprochen. Ja, das war das kleine Blumensaatgut-Update. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das jetzt noch voller geworden ist, weil das passt jetzt überhaupt nicht mehr hier rein. Es ist faszinierend. Es ist wirklich faszinierend. Blumensaatgut habe ich wirklich mehr als genug. Ja, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns ganz bald wieder. Bestimmt zu irgendwas Ausgesäten. Ich habe nämlich zwei Sachen noch gekauft. Moment, die zeige ich euch noch eben. Ich war noch mal bei Obi, da hatte ich ja die Baumwollsamen gekauft und habe diese zwei Sachen noch gefunden. Die werden auch als Zimmerpflanze gehandelt. Das ist einmal der Zwergkaffeebaum. Mega, oder? Wann soll man das denn sehen? Das steht hier wieder nicht. Das ist irgendwie... Leute von N.L. Christensen. Warum schreibt ihr nicht drauf, wann man die Sachen sehen soll? Das ist doch blöd. Ich habe keine Ahnung. Hier steht nämlich überhaupt nichts. Habe ich noch Erdnuss.
Und da habe ich gehört, dass das relativ schwierig sein soll. Aber hey, probieren geht über studieren. Wir werden diese beiden Sachen auf jeden Fall zusammen aussehen. Und wir sehen uns vielleicht sogar schon früher wieder mit Pflanzensachen. Und ich sage einfach mal bis dann.